Und wir suchen uns mal diesen Stinker. Was haben wir hier? Oh. Schneiderei. Habe ich das auch noch nicht gelesen? Kleidung und Mode. Ach, da muss ich immer erst hier auf Soziales und dann suchen noch, dass der mich da nicht automatisch hinführt. Schneider und Tuchhändler. Bis zum 13. Jahrhundert verkauften Gerber ihre Waren zur Verarbeitung an Näher und Schuster. Stoff wurde von Webern hergestellt, aber von Tuchhändlern gehandelt, die diesen oft zuschnitten und nach Ellenmaß, etwa einer Unterarmlänge, verkauften. Erst später, während des Hochmittelalters, nähten Schneider Zuschnitte zu Kleidung zusammen. Die einfachen Gewänder wurden in der Regel von Frauen für ihre Familien genäht. Dabei war es wichtig, diese gründlich zu fertigen, da sie oft vererbt wurden und mit kleinen Ausbesserungen jahrzehntelang halten mussten. Mit dem Beginn des 14. Jahrhunderts legten die Menschen in den größeren Städten Wert auf Mode. Schneider spezialisierten sich auf eine bestimmte Art von Kleidungsstück. Daher gab es Mantelmacher, Strumpfwirker, Gugelschneider, Handschuhmacher, Hutmacher, Umhangschneider sowie Änderungs- und Ausbesserungsschneider. In einer Stadt von der Größe Rattheis musste ein Schneider allerdings universeller arbeiten. Mhm. Barderhaus, danke dir für den Host. Tausend Dank und viel Spaß beim Gucken. Deshalb wird mir das immer wieder angezeigt, weil ich das noch gar nicht gelesen habe. Weil wenn ich dann den Codex drücke, er mich nicht automatisch zu diesem Beitrag führt, sondern tatsächlich der Beitrag von mir selber gesucht werden muss. Das ist wirklich interessant. Hallo. Oh, ich muss meine Sachen aufbessern lassen hier. Die sind sowas von kaputt. Hallo Marviva, Marvia, ich grüße dich. Reparatur. Alles gut. Oh ja. Alles auswählen. 55, das ist doch ein guter Preis. Aber ich will trotzdem noch ein bisschen feilschen. Vielleicht geht er noch ein bisschen runter. Lässt sich was am Preis machen? Ist gut. Schön. Dann sag ich doch mal 48. Komm, 47. Weil du es bist. Ein schlechtes Angebot. Oh, der ist schon... Nee, da will ich jetzt nicht nochmal falschen, da gehe ich auf 53. Ah, das ist ein vernünftiger Preis. Na gut, haben wir zumindest 3 Taler, das war ja nicht so erfolgreich. Aber wir können uns mal wieder vernünftig anziehen hier. Den Helm wieder aufziehen, die gepolsterte Bunthaube, den Wappenrock drüber. Achso, die Beinlinge habe ich schon wieder angezogen, sehr gut. Ach, die Arbeitsstiefel. Ich muss noch zum Schuster. Die Arbeitsstiefel kann er mir auch nicht reparieren. Die sind ganz schön kaputt auch. Lederhandschuhe auch nicht. Und die Kettenhaube auch nicht. Da muss ich wahrscheinlich zum Rüstungsmacher, hier zum Lederer und hier, ja, wahrscheinlich auch zum Lederer oder zum Schuster. Oder das macht der Schuster generell. Alles weiß ich nicht. Das muss ich noch rausfinden. So. Ja. Ach, jetzt habe ich den gar nicht mehr nach Stinker gefragt. Was haben wir denn da hinten? Höp. Krämer. Hallo, wer bist denn du? Guten Tag. Ganz schön dreckig ist die. Ich suche nach einem Kerl, der Stinker genannt wird. Das ist Hinek, der Sohn des Gerbers. Wo kann ich ihn finden? Gute Frage. Er ist hier nicht oft zugegen. Gott sei Dank. Du könntest es beim Haus der Seinigen versuchen. Beim Gerber, ja? Alles klar. Was kannst du mir über diesen Hinek sagen? Was ich dir sagen kann? Er ist nicht sonderlich beliebt. Keiner will mit ihm reden. Warum nicht? Ich tratsche nicht gern, aber er soll zwielichtige Gestalten kennen. Ja, kann ich mir vorstellen. Wie ist der Gerber so, Hineks Vater? Je seltener ich ihn zu Gesicht bekomme, desto besser. Nicht die beste Gesellschaft. Sind wohl alle nicht so beliebt hier. Warum wird er eigentlich Stinker genannt? Na. Was denkst du denn? Weil er ein Gerber ist. Deshalb. Weil er Gerber ist, genau. Redekunst verbessert. Hab ich gerade gesehen. Das ist natürlich auch hier immer oben in der Ecke. Das ist natürlich besser, wenn die jetzt das... Ach Mann, ich müsste das einfach selber verschieben können. Aber mit Shadowplay geht es leider nicht. Ich kann es immer nur in einer der Ecken anzeigen lassen. Warum mögen ihn die Leute nicht? Der alte Gerber ist kein einfacher Mensch. Aber ein Sohn sollte seinen Vater nicht enttäuschen. Hinek hilft ihm nicht, weil er immer viel zu beschäftigt ist. Will gar nicht wissen, womit.
Mhm. Und redet wirklich keiner mit ihm? Diese Metze Adela gibt sich natürlich mit ihm ab. Eine Metze? Arbeitet als Zubermädchen im Badehaus. Ist dasselbe. Wir sind gerade eine Stufe aufgestiegen, übrigens, habe ich gerade gesehen. Möge Gott über dich wachen. Ja, und über euch. Vielen Dank für die ganzen Informationen. Das war doch mal richtig lehrreich hier. Achso, hier gehe ich wieder aus dem Dorf raus. Nee. Na, komm, Stinker. Stinker. Achso, du sollst erstmal noch was zu essen kriegen hier. Ein So ist's. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. So, du kriegst wieder ein bisschen Dörrfleisch. Zack. Lass es dir nicht wegschnappen. Danke fürs Folgen, Maria. Oh, ist das der Vogt hier? Der sieht auf jeden Fall ziemlich edel aus. Ja, Tatsache. Gelobt sei Jesus Christus. Gelobt sei Jesus Christus. Du kennst diesen Hinek also. Kannst du mir etwas über ihn erzählen? Völlig ohne Ehrlich zu fragen. Ehrlich gesagt nicht viel. Die meisten aus dem Dorf meiden ihn wie die Pest. Wieso das? Niemand, der eine Nase hat, verbringt gern Zeit mit Gerbern. Außerdem umgibt sich Stinker mit allerlei Gewürm. Hab noch nie was Gutes über ihn gehört. Mhm. Na gut, von denen werde ich nichts Neues mehr erfahren. Alles Gute. So. Wo finde ich denn diese Zuberdirne? Was ist hier denn los? Stehst du denn da auf dem Tisch rum? Wird gewürfelt. Stehst du hier rum? Ja, ich habe das Badehaus gefunden. Sehr gut. Und dann schickt er mich auf Hygiene und nicht hier auf Badehaus. Hier ist bestimmt das Badehaus, ne? Bäder und Zubadirn. Ja, das habe ich aber schon mal gelesen. Wieso zeigt er mir das wieder an? Verstehe ich nicht. Hm. Na gut. Das ist der Wirt. Das ist der Bottich. Ich verstehe es nicht. Was verstehst du nicht? Wieso müssen wir nach so einem stinkenden Gerber suchen? Was? Können wir ihn nicht einfach in Ruhe lassen? Sei kein Holzkopf. Natürlich nicht. Wicht würde dir die Kehle aufschlitzen, wenn er das hörte. Aber er ist doch bloß ein feiger Bauer. Was kann er uns schon tun? Du kriegst es wirklich nicht in deine hohlköpfige Birne, oder? Es geht um unseren Ruf. Wie soll das denn unserem Ruf helfen? Die Leute scheißen sich eh schon an, wenn sie uns sehen. Gottesfürchtige Leute vielleicht. Aber in diesem Geschäft müssen selbst deine eigenen Leute Angst vor dir haben. Sonst kommen sie noch auf die Idee, ohne dich auszukommen, klar? Ist gut. Aber dieser Kerl ist keiner von uns. Du Hohlkopf. Genau deswegen müssen wir ihn zu fassen kriegen. Damit niemand dasselbe probiert. Mir ist gleich. Ich spieß ihn so oder so auf. Hab nur keine Lust, ihn zu suchen. Tja, da wir schon dabei sind, hast du im Dorf nach ihm gefragt? Jawohl. Keiner weiß, wo er steckt. Scheint, als ob er ständig irgendwo rumrennt. Dann warten wir eben, was der Anführer dazu sagt. Aha. Bandit. Furchtloser Felix. Ich muss diese Zubadrinne finden. Hier stand doch gerade, dass hier irgendwo das Badehaus ist. Ich sehe es nur nicht. Oder ist das hier direkt nebenan? Da. Ha. Wusste ich's doch. Na bitte. Madame. Der Herr sei gepriesen. Wie kann ich helfen? Mach's gut. Ich muss die richtige Zubadirne finden. Hallo? Allmächtiger. Suchst du jemanden? Die ist ja sehr sauber, dafür, dass sie im Badehaus arbeitet. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Und redet wirklich keiner mit ihm?
Diese Metze Adela gibt sich natürlich mit ihm Adela. Ab. Adela? Eine Metze? Arbeitet als Zuba-Mädchen im Badehaus. Ist dasselbe. Das ist geil. Sie arbeitet selber im Badehaus. Das ist ein bisschen sehr... Das finde ich super schade, dass das nicht vernünftig geskriptet ist, dass die Leute erst einen Satz sagen und man dann halt irgendwie, dass die auch checken, wo sie sind, quasi. Dass halt jeder das Gleiche sagt. Das finde ich ein bisschen schade. Aber es ist natürlich auch schwer zu... Na, da ist sie ja. Perfekt. Gott sei mit dir. Wie kann ich helfen? Die arbeitet nur dort und badet nicht selber, genau. Angeblich triffst du dich mit Hinek, dem Sohn des Gerbers. Und wenn schon? Bist hier, um mich zu bekehren, was? Weil ich ein loses Weib bin, das respektable Männer verführt? Zuba drinne und Gerber passen auch super zusammen, finde ich. Himmel, nein. Du scheinst nur die Einzige im Dorf zu sein, die sich mit Hinek trifft. Deshalb habe ich mich an dich gewandt. Wohl wahr. Ich habe ihn schon oft gesehen. Aber ich wüsste nicht, was ich dir über ihn sagen könnte. Zum Beispiel, wo er steckt. Wo kann ich Hinek finden? Ich habe ihn seit einigen Tagen nicht mehr gesehen. Er muss sich wieder in den Wald davon gemacht haben. Kommt das öfter vor? Gelegentlich. Was zum Teufel führt er dort im Schilde? Ich weiß nicht. Soll ich sie anlügen? Ich lüge mal ein bisschen. Oder klingt, als führe er was im Schilde. Nee, ich glaube, dieses ich weiß nicht, war mir so, als würde sie doch was wissen. Hör mal, Hinek ist mein Freund und ich muss wirklich wissen, wo er steckt und was er so treibt. Ich habe dir doch bereits gesagt, dass ich nicht weiß, wo er ist. Also dann geht er wohl bloß in den Wald, um Pilze zu suchen, was? Pilze? Nein. Eher Hasen und anderes Wild. Ja, also ist Hinek ein Wilderer. Keine Überraschung. Nun, er war dem ehrlichen Handwerk nie sonderlich zugetan. Weißt du, wohin genau er geht? Womöglich hat er dir von einem seiner Lieblingsplätze erzählt. Er sagte, dass er ein Versteck im Wald habe. Wo es ist, hat er mir nicht gesagt. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Vor ein paar Tagen. Er kam spät am Abend zu mir. Besoffen. War das ungewöhnlich? Ich habe ihn nie viel trinken sehen. Er kam immer nüchtern zu mir. Also benahm er sich an diesem Abend eigenartig? Ja. Ich hatte das Gefühl, dass er sich vor etwas fürchtet. Er hörte nicht auf zu schwatzen und hatte keine Lust auf... Naja, du weißt schon. Also warf ich ihn raus. Seitdem habe ich ihn nicht zu Gesicht bekommen. Erinnerst du dich daran, was er an jenem Abend sagte? Oh, das weiß ich nicht. Er redete von einem Kerl namens Lubosch, der gestorben war. Und er bedauerte, dass er mitgemacht hat. Sagte aber nicht, worum es ging. Und dass es das Geld nicht wert gewesen ist. Genau. Und dann redete er von dem Geld. Das war sehr merkwürdig. Lobosch mit Heinz übersetzt ist auch super, dass die Namen nie stimmen, wie Willibald und Wischek beim letzten Mal. Was hat er über das Geld gesagt? Nur, dass er einen Haufen hinterm Haus versteckt hat. Aha. Was hast du dazu gesagt? Was sollte ich sagen? Er war besoffen. Er faselte, dass ich eine feine Magd wäre und andere Dirnen nicht mal für Geld mit ihm gehen würden. Und wenn ich wollte... könnte ich sogar die Hälfte nehmen und gehen. Oder er würde mit mir kommen und wir könnten heiraten und so. Nichts als Unsinn. Hast du dort nachgesehen? Nein. Ich habe Besseres zu tun. Bestimmt hat er sich das nur ausgedacht. Wie würde ein Tagedieb wie er schon zu Geld kommen? Tja, ich verstehe. Kann ich dir sagen. Mache ich aber nicht. Hat er dir gesagt, wo genau er es versteckt hat? Er sagte, er habe es bei der westlichen Ecke der Häuslerei seines Vaters vergraben. Gut, hab Dank. Westliche Ecke. Mach's gut. Finde Stinkers Vorrat. Erstmal muss ich wissen, wo der Gerber ist. Was ist das? Was ist was? Gerber ist meistens am Fluss, ne? Boah, das ist ganz schön breit hier, der Fluss. Ah, oh, da ist wieder so ein Schießstand. Dass die mal sofort nach mir suchen, wenn ich einfach nur hinter einem Zaun hergehe. So, wo ist die Gerberei?
Hier ist der Schießstand, da hängt Wäsche. Ach, wir keine nassen Füße kriegen hier. Das sieht ganz gut aus da drüben. Mit den Bottichen und so. Interessanter Ort. So, was haben wir hier? Ja, das sieht nach einem Gerber aus hier. Perfekt. Das ist wahrscheinlich der Vater. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Das hoffe ich auch. Ich suche deinen Sohn. Irgendeine Idee, wo er stecken könnte? Ich weiß überhaupt nichts. Weißt du wenigstens, wohin er für gewöhnlich geht? Es ist wichtig. Enik lässt sich alle Jubeljahre mal zu Hause blicken. Also weiß ich nicht, wo er sich rumtreibt. Und selbst wenn ich's wüsste, warum sollte ich's jedem Hinz und Kunz erzählen? Hüte deine Zunge, Bauer. Ich bin ein Gesandter des Herrn Ratzig Kobilla. Schluss mit deinen Ausflüchten. Du sagst mir jetzt auf der Stelle, wo dein Sohn ist. Entschuldige, falls ich dich beleidigt habe, junger Herr. Ha. Aber ich weiß trotzdem nicht, wo er steckt. Tauchte vor einer Weile beim Haus auf und verschwand kurz darauf fluchtartig. Und du weißt nicht, wohin er gegangen ist? Ach. Was? Boah, das Gesicht sieht so toll aus von dem. Na. Pass auf, mir ist klar, dass der Bursche eines Tages am Galgen endet. Aber ich bin noch immer sein Vater. Du kannst nicht verlangen, dass ich meinen eigenen Sohn verpfeife. Ja, wenn dir sein Leben lieb ist, bete lieber, dass ich ihn finde. Denn ich bin nicht der Einzige, der nach ihm sucht. Das kommt wenig überraschend. Und wenn schon. Wenn dich Herr Ratzig schickt, gibt's nur eins, das Hinik erwartet. Der Galgen. Quatsch. So muss es nicht enden. Wenn Hinek kooperiert, kann er seinen Hals retten. Ja. Also beruhigt hast du mich nicht, aber zur Hölle damit. Ich sag dir, was ich weiß. Sehr gut. Also gut. Er war vor ein paar Tagen hier, ist aber sofort wieder weg. Sah aus, als ob er es eilig gehabt hat. Und du weißt nicht, wohin er gegangen ist? Ich hab eine Vermutung, aber ich weiß nicht, wohin genau. Ich verstehe nicht. Enik verdient mit der Wilderei was nebenher. Er hat ein paar Mal vor mir geprahlt, was für ein tolles Versteck er in den Wäldern entdeckt hat. Aber er hat mir nie verraten, wo es ist. Nun, das ist zwar nicht viel, aber besser als nichts. Mhm. Danke. Vielleicht kann ich nach dem Versteck nochmal diese Adela fragen. Hast du denn keine Vermutung, wo sich dieses Versteck befinden könnte? Ich weiß wirklich rein gar nichts drüber. Wusste nur, wann er von dort gekommen ist, mehr nicht. Wie das? Weil er immer ein paar Felle zum Gerben und Münzen mitgebracht hat. Er hatte Geld, weil er das Zeug sofort weiterverkauft hat? Schätze, ja. Hat nie was von der Beute hier gelassen. Weißt du, wem er sie verkauft hat? Nein, aber der Schankwirt kam ab und an vorbei und gab ihm Geld. Natürlich hätte es für Fleisch sein können. Gut, ich frage beim Gasthaus nach. Mhm. Dem Schankwirt, alles klar. Was weißt du noch? Nichts. Ich schwör's bei Gott, mehr weiß ich nicht. Hinik hat mir nie was gesagt. Barsch oder nicht so barsch? Ich bin mal barsch. Fang an, deinen Kopf zu benutzen, verflucht. So finde ich Hinek nie. Wie lang war er fort? Welche Kleidung trug er? Wie sah er aus, wenn er zurückkam? Irgendwas. Nun ja, er kam und ging zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich weiß wirklich nicht. Außer vielleicht, wenn er heimkam, war er von Dornbüschen zerkratzt und hatte Blätter und Matsch an sich kleben. Also ging er womöglich durch dichtes Unterholz, um diesen Ort zu erreichen. Mhm. Schätze, ja. Was weiß ich schon. Das ist doch immerhin etwas. Geh. Und wenn er wirklich tief in der Scheiße steckt, versuch bitte, ihn zu finden. Ja, das versuche ich. Suchst du was Bestimmtes? Ja. Alter. Uah. Das ist das Klo. Hier hinter soll er irgendwas versteckt haben, oder was? Sie hat die Häuserei im Westen gesagt. Was ist denn die Häuserei? Ist das? Das ist doch der Scheißort hier, oder? Distel. Da gibt es hier noch was anderes. Ah,
Oder meint ihr das hier hinten? Boah, das sieht eher nach Baumfeldern. Boah, sieht das geil aus. Guck, boah. Ich bin immer wieder baff. Da meint ihr das hier hinten? Aber wo soll ich hier suchen? Nee, hier hinten ist es, glaube ich, nicht. Ich guck mal da vorne bei diesem kleinen Häuschen. Klo mit Aussicht. Hm, genau. Lexikon. Hopp. Hab in den Salat. Die Schweine. Hallo, Borsti. Schloss knacken. Ne, ich glaube nicht, dass das hier drin ist, oder? Hier unten vielleicht noch? Irgendwo hier drin, oder was? Hier drin will ich gar nicht suchen. Setzen. Sehr gut. Sie hat im Westen gesagt, das hier ist der Westen. Also muss hier irgendwas davon gemeint sein. Zu graben. Ha, du hast keine Schaufel. Na toll, ich brauche eine Schaufel. Aber ich habe es gefunden. Hier hinten ist es an den Steinen. Da werde ich auf jeden Fall gleich noch graben. Steht hier irgendwo eine Schaufel rum, die ich mir mal kurz ausleihen kann? Oder verkauft er mir vielleicht sogar eine? Der gute Mann. Verbände kann ich noch kaufen. Ne. Sonst nichts.